So Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Im letzten Part sind wir in der Krankenstation angekommen und haben voll die epischen Sachen gemacht, haben uns neue Waffen gekauft, haben gegen Monster gekämpft, haben total den Apfel gekriegt und Chinese gefunden, total viel Sachen quasi erreicht und ich bin wieder so ein paar tausend Tode gestorben. What of this? Okay. Stase ist eh voll. Warte, aber jetzt kann ich auch probieren, ob das wirklich C war. Ja, okay. Dann einmal auffüllen, bitte. Ich bin raffiniert, oder? Ah, Moment. Du kommst. Kommst du. Was hab ich da? Weg da. Das da. Das da. Karton! Keep rolling, 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 roll. Keep rolling, 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 roll. Keep flying. Okay. Du mit der. Merkt ihr das, wenn man? Das sieht nicht gesund aus. Es wirkt irgendwie creepy. Wenn man Angst hat, macht man mehr Faxen. Ich jedenfalls. Was ist das? Ach, das ist eine Speicherstation. Ja, schön. Ach Moment, die kann man noch irgendwie kaputt machen. Habe ich gehört? Ja. Indem wir einfach drauf kloppen wie die Sau. Oh Mann. Süchen. 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 Schön. Süchen. Sind wir wieder hier, ne? Nöchen. Ach gut, ich überspeichere einfach jetzt den ersten. Ich denke, ich brauche nur diese vier Speicherstände. Das kriege ich schon hin. Ich bin ja keine Pussy. Auch wenn ich mich verhalte und spiele wie eine. Eigentlich bin ich doch eine ganz schöne Pussy. Was zum Teufel? Das wollte ich nicht. Dies habe ich nicht gewollt. Ich bin ja froh, dass wir auf dieser Krankenstation noch nicht wirklich viele Kranken getroffen haben, denn das stelle ich mir noch eklig vor. Wo bin ich denn jetzt? Zum Glück ist da, wo mehr Blut ist, wieder der Gang verschlossen. Oh Gott. Wo sind meine kleinen Paras, wenn ich sie brauche? What are you willing to give up your life for? Interessante Frage, und was zur Hölle ist das? Der Therapiebereich? In einem Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Okay, dann möchte ich bitte nochmal raus. Ende des Vakuums. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, hinten in meinem Rücken sehe ich gerade diese Anzeige. Jetzt weiß ich auch, wofür ich Luft brauche. Aber hier draußen gibt es bestimmt keine Aliens, oder? Wow, ist das geil. Ich habe leider keine Zeit, mir die Umgebung anzugucken, aber das ist episch. Aber genug Zeit, um den Schrank zu öffnen, haben wir immer. Denn da ist Geld! So. Hört das mal auf hier? Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Was heißt das jetzt? Dürfen wir jetzt fliegen? Das wäre voll geil. Also bisher haben wir noch keine Monster gesehen. Das heißt, mir geht's noch gut. Und was ist das hier für ein Teil? Vergiss es, Kumpel. Oh, hier ist doch nichts. Ich hätte gedacht, dass der aufsteht. Darf ich ihn trotzdem runterstupsen? Darf ich? Fall runter. So, jetzt geht's aber schon ein bisschen besser. Eieieiei. Wobei, noch halte ich mich ganz souverän gerade. Sprung? Was für ein Ding? Ihre Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf eine Objektfläche springen können. Was soll das denn jetzt heißen? Kann ich jetzt hier einfach... Nö. Hä? Soll ich das schießen? Ups! Okay, ich habe gerade nicht so wirklich einen Plan, was ich machen soll. Kann ich das so wieder ausmachen? Nö.
Muss ich einfach abschließen? Oh, guck mal, da oben fliegt jemand. Hey. Nee, ich hab grad... Nee. What I am supposed to do? Muss ich das da rein? Reicht das überhaupt so weit? Nee. Du da. Ich würde das nämlich gerne da in den... Oder? Kommt das jetzt da vielleicht rein? Wird das da reingesogen? Automatisch vielleicht? Nö. Du da. Kann ich dich erreichen? Ja. Moment mal. Ich glaube, das wird episch. Habe ich auf der Seite was dafür? Nee. Okay. Dann kommt... Was ist das denn? Steht ein... Oh Gott, mega lag kurzzeitig. Okay, bin ich jetzt am Rand... Ja, ich bin am Rand. Ich bin definitiv am Rande des Wahnsinns. Yay! Hat das nicht gut geklappt, Leute? Kommt schon, einmal Applaus für mich. Okay, dann nochmal. Ha! Nee, das war noch beschissener. Na, komm her. Komm her. Na... Oh nein, 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 nicht so weit weg. Muss ich das überhaupt machen? Das kommt mir gerade total falsch vor. Ah, es war so nah dran. Du warst nah dran. Würde ein gewisser Professor jetzt sagen. Ach, komm schon. So. Ja. Nee. I have no idea. Ich melde mich zurück, wenn ich das geschafft habe. Wow, bin ich ein Idiot. Ich bin in der Abfolge den falschen Weg gegangen. Warum vergesse ich auch, dass ich diese scheiß Funktion hier habe? Ob ich jetzt hier noch was machen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt 20 Minuten probiert und ich habe keine Lust mehr. Das heißt, ich gehe jetzt den anderen Weg und hoffe, dass der mich weiterbringen wird. Und ich renne jetzt einfach hier, was das Zeug hält, wie ein Bekloppter durch. Schwerelosigkeit. Ich nehme an, hier draußen können mich wirklich keine Monster angreifen, außer die haben irgendwie auch einen Schwerelosigkeitsanzug. Aber ich würde sagen, ich renne gleich einfach wie ein Wahnsinniger zurück und hoffe, dass mich nichts angreift. Ja, machen wir. Finde ich, ist ein guter Plan. Ende des Vakuums. Scheiße! Es wird aufgehalten. Okay. Wollen wir das Ding hier wieder zurück? Hätte ich echt den scheiß falschen Weg gelaufen bin. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ah ne, erst für den Fahrstuhl. Ich kann hier, wenn ja gar nicht. Bin überhaupt. Okay, nochmal von vorne. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Mach das auf. Kann ich da rein? Ach, es wäre eigentlich scheißegal, ob ich da rein kann. Ich will hier. Lag der vorher schon da? Ich will nur nicht, dass der aufsteht. Das alltägliche Problem. Okay, da habe ich kurz die Renntaste losgelassen. Da bin ich echt den falschen Weg gegangen. Da rein! Verdammte Scheiße, da rein! Zur Krankenstation! Steht ja zum Glück auch nur nicht drüber. Egal, trotzdem. Oh. Nee. Nein. Muss das sein? Was? Ach so, genau, was ist eigentlich die von dem anderen hier?
Ja, das habe ich gelesen. Was ist die? Auf jeden Fall verbraucht es einen Schuss und das finde ich nicht so gut jetzt. Bald eh lieber den Plasma-Cutter, den finde ich irgendwie besser. Das gerade eben hat mir nämlich ein bisschen zu lange gedauert im letzten Part. Wir hatten noch gar kein Monster in diesem Part, oder? Ey, ich kann euch nicht alle kaputt machen. Oh, was ist denn hier los? Alter! Oh, ist das eklig! Ist das widerlich! Oh, ich will nicht der Metzger sein, ne? Aber ich habe echt Paras von... Was die Viecher hier... Oder die Typen, wie auch immer, alle nochmal aufstehen. Was, hat er gerade was fallen gelassen? Deswegen bin ich lieber ein bisschen übervorsichtig und lasse hier ein kleines Massaker hinter mir. Ach, echt? Renn! Isaac, renn! Ach, habe ich jetzt schon wieder... Die... Jetzt weiß ich auch, dass ich das letzte Mal die Feststelltaste aus Versehen gedrückt habe. Aber ich gucke so oft auf die Tastatur, Leute, weil ich einfach nicht mit der Steuerung klarkomme. Was ist das? Also es ist relativ hell. Und ich will nicht, dass hier... Wow, what the hell? Was ist denn das da hinten? Analyse von den Monstern, oder was? Wurden die hier gezüchtet? Ihr kommt, sagt mir nicht, dass ihr die gezüchtet habt. Kann ich das mitnehmen? Das Ding da? Ja. Okay. Komm, Jack. Jack, bleib bei... Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Selbstredend, ey. Selbstredend, aber ich bin nicht allein. Oh Gott, Jack, hilf mir! Oh Gott, Jack, was machst du? Wow, wow, viel zu fucking schnell. Bam, auf die... Oh Gott, renn einfach, renn! Ey, renn das Auto! Der Panzer, renn! Lauf! Oh my fucking goodness! Wow! Wie schnell bist du, Kollege? Oh Gott! Wow! Oh Gott! Da ist noch einer! Was macht der? Er tanzt! Er tanzt! Tanzt den Boomchaka! Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich mit dem Ding jetzt umzugehen habe, richtig. Oh, meine Herren, ey. So, ein Medipack für uns. Ich bin stecken geblieben. Oh Gott. Okay, ein bisschen habe ich aber noch. Oh. Hast du noch irgendwas für mich? Jack! Du hast keine große Hilfe, Kumpel. Du nicht. Du. Ich nehme dich trotzdem mit. Dann fühle ich mich nicht so allein. Oh, was? Cool. Gott, ich werde wahnsinnig hier. Ich werde ja noch wahnsinnig. Warte mal hier, Kumpel. Da liegt was. Was ist das denn? Ach, Impuls. Ja, ich glaube, es ist. Ich behalte das Ding jetzt erstmal hier. Wir scheinen Munition dafür zu finden. Vielleicht kriegen wir immer nur Munition von den Waffen, die wir auch gekauft haben. Das wäre ja voll freundlich von dem Game. Stehe mir nicht im Weg, Kumpel. Du hast mich fast erschrocken. Geh mal vor. Hast du was gefunden? Was, da drunter? Da ist doch überhaupt nichts, Mann. Verarsch mich nicht. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Aber im Ernst, wo soll ich... Ach so, hier ist so ein... Lastentransporter. Guck mal, ob die Luft rein ist. Also, das klingt für mich überhaupt nicht rein, aber...
Ich habe ja keine Wahl. Ich habe ja keine Wahl. Da steht doch einer von denen. Ich wusste gar nicht, dass du ein Zwilling... Don't fuck with me. Ich habe doch gerade da was gesehen. Da steht noch einer. Ihr seid Drillinge. Eine ganze Familie von euch. Und was liegt da? Oh, meine Herren, ey. Das ist doch nicht... Meine Nerven. Ist doch gerade was reingegangen. Wow, was ist das für ein Riese? Kuppel, nein. Nicht mit mir. Oh, ihr lebt doch, oder? Oh, wow. Stase. Make it slow, baby. Oh, wow. Der Plasma kann das, glaube ich, ein bisschen effektiver. Aber... Okay, wer von euch lebt noch? Du da. Du musst vor allem noch schnell. Alter Vater. Ich habe gar keine Ahnung. Du lebst noch. Quarantäne aufgehoben. Okay. Das heißt, hier ist nichts mehr, ne? Kinder der Nacht. Kinder des Allguts, ich möchte meine Waffe wechseln. Oh. Der Typ hat doch voll die Tentakel aus seiner... Lebt der noch oder warum spuckt der? Hör auf. Du sollst aufhören zu spucken. Meine Herren. Jetzt kommen die da raus. Ey, geile Scheiße. Also, ne? Nee, überhaupt nicht. Oh, meine Fresse. Es geht nicht klar. Und du? Was hast du, Penner, eigentlich gemacht die ganze Zeit, hä? Lagst hier rum und hast zugesehen. Aus besten Logenplatz. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Jack, und ich habe auf dich vertraut. Da habe ich gerade das Geräusch gehört, dass hier irgendwas war. Das sagt eigentlich meine Uhr. Meine Uhr sagt, dass ich eigentlich schon längst wieder die Zeit überschritten habe, aber... Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will... Will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. So ein kranker Bastard. Ey, die Leute sind wieder eh. Vielleicht war dieser Typ ja gerade da drunter. Ich muss das erleben. Gar nichts musst du, Kollege. Gar nichts musst du. Du musst überleben, aber nicht das erleben. Ganz im Ernst. Ich brauche nur meinen Plasma-Cutter. Ich will meinen Plasma-Cutter. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich weiß, bla bla bla. So, ist hier unten sonst nichts mehr? Doch, da... Ich würde gerne speichern. So, irgendwie mal. Das bringt mir alles nichts. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich, und Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Ach, es geht ja noch um Religion, oder wie? Das ist ja... Na, da freue ich mir besonders einen Ast ab. Ei. Was ist denn das da, das blaue Teil?
Persönliches Logbuch. Oh Gott. Dr. Kane, Chief Officer, Videoaufzeichnung aus der Kolonie sind zwar qualitativ miserabel, aber das Artefakt scheint tatsächlich ein echter Marker zu sein. Der erste in der 200-jährigen Unity-Geschichte. Ich will ihn unbedingt an Bord des Schiffes haben, damit ich ihn ausgiebig studieren kann. Das Potenzial ist enorm, nicht nur für mich, obwohl ich natürlich seit Jahrzehnten von einer solchen Entdeckung geträumt habe, sondern auch für die gesamte Menschheit, insbesondere die Church of Unitology. Dieser Marker könnte der Beginn eines neuen Zeitalters der Menschheit einläuten, und ich werde mein Möglichstes tun, dass es auch eintritt. Ich weiß, dass die Kirche mir dankbar sein wird, doch wird die wahre Anerkennung von der gesamten Menschheit kommen. Oh, was für ein gesegneter Tag heute doch ist. Marker, hä? Das da? Sieht so ein bisschen so aus. Vielleicht so eine kleine Miniaturdarstellung davon. Gott. Okay, unten scheint aber nichts mehr zu sein, außer dieser nekromorphische Haufen, der da liegt. Da ist aber noch was. Und da hinten ist auch eine Speicherstation, habe ich gerade gesehen. Okay, das ist gut, aber wir gucken uns vorher noch ein bisschen hier um. Medipack klein, kann ich nicht nehmen. Aber bedacht. Glaub, denn ich habe ja noch Inventarplatz verloren. Hm, kann ich auch nicht mehr nehmen. Das aber. Okay, ist hier noch was? Irgendwas? Irgendwas anderes? Was ist das? Wow. Explosive Reagenzgläser. Okay. Okay, dann speichern wir. Oh Gott, Leute. Ja. Ja. Ich habe jetzt zwar nur zwei Folgen am Stück aufgenommen, aber es reicht mir. Es reicht mir für heute. Es ist echt. Es ist. Okay. Beim nächsten Mal machen wir weiter auf der Krankenstation, Leute, in Dead Space. Wir sehen uns dann. Ciao.